Du bist halt nüchtern, du brauchst was, du schwitzt, wirst vielleicht aggressiv. Dumm, faul, abgehängt. Es gibt viele Vorurteile über SchulabbrecherInnen. Über 50.000 junge Menschen in Deutschland verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Hier lebt Jean mit seiner Familie. Jeans Schullaufbahn kennt einige Brüche. Er hat Stress mit LehrerInnen, kommt im Stoff nicht hinterher, wechselt viermal die Schule. Und dann war ich ein Jahr komplett zu Hause und hab nichts gemacht. Bin morgens aufgestanden, mein Ding gemacht und irgendwann wieder schlafen gegangen. Ein Lehrer hat mich genervt früher immer. Ach, allgemein der Unterricht. Hat mir halt keinen Spaß gemacht, so warum auch immer. Eigentlich müsste David jetzt in der Schule sein. Doch er schlägt die Zeit auf dem Bahnhof in Hamburg-Altona tot. Von den Jugendlichen, die ihr gerade gesehen habt, ist niemand ich gewesen. Ich hätte vielleicht genauso in diese Schiene, in diese Bahn kommen können, wie die Jugendlichen aus dem Intro. Doch bei mir ist die Jugend etwas anders verlaufen und auch mein restliches Leben ist anders verlaufen. Warum meiner Meinung nach das Ganze anders gelaufen ist und inwiefern es anders gelaufen ist, erfahrt ihr in diesem kleinen Film. Mein Name ist Daniel, ich bin 29 Jahre alt und ihr habt mich gerade schon im Intro ein bisschen reden hören. In diesem Film erzähle ich euch ein bisschen was darüber, wie meine Vergangenheit ausgesehen hat, warum ich angefangen habe zu tanzen, was das Tanzen für mich bedeutet hat und vor allen Dingen, was ich im Tanzen lernen konnte und durch den Tanz lernen konnte, was ich sonst nirgendwo gefunden habe. Ich werde euch viele verschiedene Dinge zeigen, Einblicke aus der Vergangenheit, mit ein paar Leuten sprechen, die in der Vergangenheit und auch immer noch jetzt in meinem Leben eine krass große Rolle spielen. Ihr werdet ein paar Ausschnitte von meiner alten Crew sehen. Ihr werdet auch ein Gespräch sehen mit dem Begründer der Accident Crew, also
meine Wenigkeit und der gute Marc, wir haben damals die Crew gegründet. Und ihr habt ja gerade eben im Intro gesehen, dass viele Jugendliche oder allgemein Kinder es nicht einfach haben manchmal in der Schule und vielleicht auch schnell auf die falschen Wege geraten. Ich möchte diese Leute gar nicht irgendwie an den Pranger stellen oder sonstiges, sondern vielleicht den einen oder anderen inspirieren, vielleicht einen ähnlichen Weg einzuschlagen, wie ich es damals getan habe. Das muss nicht unbedingt der Tanz sein, das kann alles Mögliche sein. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Tücken auf diesem Weg und davon werde ich auch erzählen. Aber was ich euch einfach ans Herz legen möchte, ist, lasst euch vielleicht inspirieren von meiner kleinen Geschichte, was ich damals lernen konnte, was ich mitgenommen habe aus der Vergangenheit und was ich vielleicht auch anderen Leuten mitgeben konnte. Auch jetzt, ich unterrichte immer noch Leute im Bereich Tanz. Nicht mehr so viel, wie es früher einmal war, aber ich möchte das auf keinen Fall komplett abgeben. Weil all das, was der Tanz mir geschenkt hat, möchte ich irgendwie auf diesem Wege auch zurückgeben. All das, was ich Positives erfahren habe, all die Freundschaften, die wie Familie für mich geworden sind. Ja, ich kann gar nicht genug Danke sagen an diese Geschichte Tanz an sich. Und ich hoffe einfach, ich kann den einen oder anderen von euch vielleicht auf diesem Weg durch diese kleinen Videos ein bisschen inspirieren und motivieren und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Ich muss ehrlich zu euch sein, ich war auch keins der Kids, die unglaublich gerne zur Schule gegangen sind oder sich auf die Schule gefreut haben oder schon mit freudigen Erwartungen nach dem Kindergarten den ersten Schultag bestritten haben. Zu diesen Kids gehörte ich auf keinen Fall. Ich hatte es nicht einfach in der Schule und ich hatte es auch nicht einfach, mich einfach hinzusetzen und zu lernen. Und ich bin auch hier und dort immer mal wieder angeeckt, vor allem weil ich irgendwie meinen eigenen Kopf hatte und irgendwie andersdenkend war. Eva, bin 58 Jahre alt, bin selbstständig mit meinen beiden Brüdern in Köln. Wir haben eine Druckerei, Familienunternehmen im 65. Jahr jetzt. Und ja, ich bin ja Daniels Mama. Und Daniel hatte schon immer seinen eigenen Kopf. War für mich am Anfang echt schwierig, weil so als Mama hat man ja so seine Vorstellungen, wie so das Kind so sein soll. Und Daniel war eigentlich total meinen Vorstellungen entsprechend, aber durch sein eigenes Köpfchen sind wir dann hier und da auch mal aneinander geraten. Und bis ich dann irgendwann begriffen habe, dass er sehr wohl weiß, was er mit seinem eigenen Köpfchen alles anstellen kann. Und als ich das für mich verinnerlicht hatte und begriffen habe, dass er seinen Weg machen wird, war es eigentlich echt total easy mit ihm. Auch die besagte Pubertät war überhaupt kein Problem. Daniel ist sehr zielstrebig. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das Ding gnadenlos durch. Ist ein, wie soll ich sagen, sehr liebevoller, empathischer Mensch. Für Daniel war die Schulzeit insofern schwierig, als dass er irgendwie Obrigkeiten akzeptieren musste, glaube ich, so am Anfang. Und deswegen gab es auch hier und da Probleme. Also er war jetzt nicht immer davon begeistert, Hausaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Und alles, was jetzt nach seinem Dafürhalten ihn nicht irgendwie weiterbringen sollte, wurde eigentlich verneint. Ja, Probleme gab es insofern, als dass dann hier und da die Noten nicht stimmten, die Lehrer den Protest zu spüren bekamen, entweder ich oder wir gemeinsam zur Schule dackeln durften und den Lehrern letztendlich irgendwie erklären mussten, dass der Daniel vielleicht dahingehend einfach ein bisschen anders tickt. Ja, Sorgen insofern, bis ich dann wusste, dass er irgendwie doch seinen eigenen Weg finden wird und davon überzeugt war, hatte ich natürlich Sorgen, was passiert später mal, was ist,
wo geht's beruflich hin und so weiter und so fort. Und dann kam halt eben im Alter von 12, 13, 14 das Breakdancen und ja, damit ging es eigentlich stetig bergauf. Daniel war auf einmal ein ja, ganz zufriedener Mensch und er hatte sein Ding gefunden, seine ja, das, wo er zeigen konnte, was alles in ihm steckt und war im Prinzip dann ein völlig anderes Leben auch mit ihm zusammen. Also für mich war der Daniel dann viel leichter, in Anführung, handelbar als Mutter. Also der Umgang war ein anderer. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo er wusste, was er will, wo es lang geht, worin er gut ist, dass dann letztendlich alles funktioniert, was er sich vornimmt. Ja, auch schulisch sogar. Ne? Das, wo also immer letztendlich das Ganze so ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden war, als Daniel dann wusste, dass er aufs Berufskolleg gehen möchte und da halt eben sein Ding gefunden hat als weiteren Schritt in die berufliche Tätigkeit. Dann wurden die Noten auf einmal besser. Es war irgendwie alles easy, viel leichter handelbar. Ob das von vornherein klar war, weiß ich nicht. Aber ich hatte dann irgendwann begriffen, dass der Daniel so ein, ja, eigentlich ein Autodidakt ist. Alles, was er lernen will, das lernt er. Und alles, was ihm viel wert ist, da arbeitet er dran. Und zwar mehr als jeder andere. Und verfolgt damit sein Ziel. Ob er unbedingt dann im Bereich Tanz jetzt beruflich tätig werden würde, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Aber ich habe immer gedacht, es wird irgendetwas Künstlerisches. Weil er hat die, sage ich mal, in eurem Jargon die krassesten Moves dann gelernt, mit ganz viel Training und Einsatz und Leidenschaft. Ja, also da war keine Stunde zu viel. Eigentlich habe ich unseren Sohn in der Phase morgens in die Schule gehen sehen und irgendwann abends nach Hause kommen sehen, weil danach, nach der Schule, war dann Kreativitätsschule, Training und ja, ich denke schon, dass das ihn beeinflusst hat. Einfach im Sinne von, ja, wie soll ich das sagen? Ja, wenn man selber in sich ruht und zufrieden ist und erfolgreich ist und Zuspruch bekommt, ja, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Tanzen für sich entdeckt hat, war es eigentlich so, dass er oft angeeckt ist. Immer irgendwie, sage ich mal, der Revoluzer war. Und in dem Moment, wo dann der Erfolg kam, auch mit Accident Crew und alles, was danach kam, Liverpool und ach, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Wettbewerbe alle stattgefunden haben, da kam der Erfolg und das machte ihn stolz und der Umgang mit ihm wurde dadurch deutlich einfacher, weil es war irgendwie alles wie so ein Selbstläufer, das in seinem ganzen beruflichen Tun. Also Dinge, wo ich mich total schwer mit tue, die lernt, gut, jetzt bin ich natürlich auch entsprechend älter, aber die lernt Daniel einfach so, indem er sich dann im Internet schlau macht und also wie gesagt, alles, was für ihn von Interesse ist, setzt er durch. Erledigt er. Und ich glaube auch, dass das seinen beruflichen Erfolg ausmacht, definitiv. I'm not afraid to die.
bin ich überhaupt zum Tanzen gekommen? Das ist eigentlich eine ganz witzige Story, weil ich niemals tanzen wollte. Aber es gab da so eine Karnevalstruppe, Karnevalstanzauftrittsgruppe bei uns auf der Realschule. Und der Marc, ein guter Freund von mir, der hat damals dort für diesen Auftritt sollte er mittanzen, weil die Jungs gesucht haben, die Breakdance machen. Was die da aber eigentlich mit Breakdance gemacht haben in der Show, hatte nicht wirklich was mit B-Boying zu tun. Dennoch hat er da mitgemacht und jetzt die Frage, wie kam ich dazu, dass ich da mitgemacht habe? Marc ist aus irgendeinem Grund ausgefallen, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ich bin dann für ihn eingesprungen. Und zwar, weil in dieser Tanzgruppe damals ein Mädchen drin war, wo ich so ein bisschen verliebt drin war. Aus dem Mädchen ist nie was geworden, aus dem Tanzen schon. Und irgendwie konnte ich dann mit dem Tanzen nicht mehr aufhören. Also ich bin irgendwie einfach dabei geblieben, ich weiß gar nicht genau warum, aber ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Wie konnte ich wissen, dass das Tanzen so etwas Besonderes für mich ist? Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn ihr gar nicht genau wisst, warum ihr eigentlich etwas macht, aber trotzdem nicht damit aufhören könnt, dann kommt das Ganze irgendwie von Herzen. Und ich habe durchs Tanzen irgendwie, mein ganzer Freundeskreis hat sich geprägt, meine Einstellung zum Leben an sich hat es geprägt. Alles ist praktisch vom Tanzen geprägt worden. Ja, und zum Thema Freunde, aus diesem ganzen Tanzen kamen wir dann irgendwann auf die Idee, eine Crew zu gründen. Die erste haben wir Dancer Revolution genannt. Das war ein ziemlicher Flop, damit haben wir nicht wirklich was gerissen, außer ein paar kleine Schulauftritte. Und da waren wir auch eine kleine Gruppe von 7, 8 Leuten, glaube ich. Und aus dieser Gruppe rauskristallisiert haben sich dann aber allerdings nur 3. Und das waren Emin, Marc und ich. Wir sind dann irgendwie dazu gekommen, einen neuen Trainingsplatz zu suchen, weil wir dringend irgendwo einen Raum brauchten, wo wir öfter trainieren können, weil wir sonst in den Pausen versucht haben, in der Schule drin zu bleiben, weil wir immer rausgehen mussten. Und jede mögliche Zeit haben wir genutzt, um zu trainieren. Und das konnte einfach nicht mehr so weitergehen, deswegen haben wir einen Raum gesucht. So sind wir dann zur Krea gekommen, nach Refrath. Und da ging es dann eigentlich erst richtig los. Da haben wir sozusagen eine neue Crew gegründet, Accident Crew. Diese Gruppe gab es auch in verschiedenen Konstellationen und Generationen sogar. Die erste Konstellation war mit 2 Mädels zusammen und Marc, Emin, ich. Noch ein Junge, Maxi, war mit dabei. Ihn haben wir damals genommen, weil er ein Rückwärtssalto konnte und niemand von uns sonst konnte ein Rückwärtssalto. Die Gruppe hat nicht so sehr lange gehalten. Dann kam die zweite Konstellation, das war die Gruppe, die am längsten gehalten hat. Da waren dann Emin, Marc, ich, Mustafa, Steve kam mit dazu, Florian und Ender. Mit der Konstellation haben wir auch ziemlich gute Erfolge gehabt. Wir waren in Liverpool, wir haben Showwettbewerbe gewonnen, wir haben Drehs gemacht für Hersteller wie Smart und so weiter. Also wir haben schon ziemlich viel gerissen mit der Gruppe. Leider 2011 war das Ganze dann auch irgendwie wieder vorbei. Es gab blöde Streitigkeiten, ein bisschen auch meine Schuld. Ich wollte unbedingt andere Stile ausprobieren als B-Boying und habe irgendwie versucht, dann die anderen auch mit zu motivieren. Und das war aber nicht deren Passion. Die wollten einfach nur breaken. Und ich war aber der Meinung, wir müssen als Crew irgendwie das Ganze zusammen machen und bin deswegen immer mehr so auf Hip-Hop-Workshops gegangen. Dann gab es, es war aber nicht der Grund, warum es Streit gab, wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht mehr, warum es eigentlich Streit gab damals. Aber irgendwie haben wir uns dann getrennt und dann war das Ganze leider vorbei. Dann haben wir noch eine Zeit lang versucht, zu viert, Flo, Emin und Steve und ich, haben versucht, noch eine Zeit lang was zu rocken, aber das hat dann auch nicht so lange gehalten. Dann Steve ist auch irgendwann weg vom Breaken immer mehr. Dann haben wir noch mal so ein Reunion-Ding probiert, noch mit Emins Frau und dem Bruder von ihr. Und das ging aber dann auch nicht so lange. Und wir haben alles versucht, irgendwie am Breaken zu bleiben. Aber letztendlich hat das Ganze irgendwie nicht mehr funktioniert. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, Accident Crew Chapter 2 zu gründen. Das hieß dann, meine Schüler damals haben wir einfach versucht, in eine Crew zu bringen und mit denen dann noch mal das Ganze so aufleben zu lassen. Das hat auch super funktioniert. Wir haben Duisburger Tanztage gewonnen. Wir waren in Amsterdam auf großen Theaterbühnen. Wir waren in Palästina auf dem Festival for Peace. Also wir haben ziemlich, ziemlich viel auch mit denen wieder gemacht. Es war eigentlich so die geilste Zeit bisher in meinem Leben. Und ich glaube,
vielen von uns geht es auch so, wenn ich mit Emin rede oder mit Steve, alle sagen, boah, das war irgendwie die geilste Zeit. Wir haben zwar nichts gemacht, außer trainiert im Endeffekt und zwischendurch mal irgendwie ein bisschen gechillt, Shisha geraucht und so. Das ein oder andere Mal waren wir auch vielleicht mal betrunken, aber wie viele von euch wissen, Alkohol spielt gar keine Rolle so bei mir im Leben. Und einige würden vielleicht sagen, wir haben in der Jugend einiges verpasst. Ich sehe das komplett anders. Ich finde, ich hatte eine krasse Jugend, habe krasse Leute kennengelernt, so, die jetzt nicht nur Freunde sind, sondern für mich zur Familie gehören. Und sowas ist viel, viel wertvoller als jede Menge Partys und Saufabende, meiner Meinung nach. Stell dich kurz vor, damit jeder weiß, wer du bist. Hi, Marc Mehnrad. Erster Teil der Extin Crew, erste Generation. Mit Daniel zusammen die Crew gegründet. Wir haben zusammen angefangen zu tanzen. Hab dann vor ein paar Jahren, ist schon, jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aufgehört zu tanzen, studiere jetzt Medizin und bin schon am Ende meines Studiums. Also bin da auch schon ein paar Jahre dabei und wir sind immer noch gut im Kontakt. Ja, wir haben uns mega selten gesehen während dem Studium. Ja. Zeit war ja auch im Ausland und so, aber man hat sich trotzdem nicht verloren. Und ja, wir starten doch schon direkt mit der ersten Frage. Erzähl einfach mal, wie bist du überhaupt ans Tanzen geraten? Oh, wie ich ans Tanzen geraten bin. Also erstmal, ich war immer schon sportbegeistert und so und wollte immer gucken, was man so Neues machen kann und überhaupt. Und auch wie man sich so ein bisschen kreativ damit irgendwie auseinandersetzen kann mit der sportlichen Seite. Und ich glaube, erstmal, wo eigentlich der erste Kontakt war, war tatsächlich in der Filmbranche. Das war der erste Film Street Style. Ah, ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen was länger her. Also den haben wir zusammen gesehen damals. Und dann dachte man sich schon so, boah, Tanzen ist ganz geil. Und dann kam das gleichzeitig mit dazu, dass in der Schule, bei Karneval, meine ich, war es noch damals, irgendwie eine kleine Tanzgruppe irgendwie gesucht wurde. Und dann wurde ich damals angesprochen, und ob ich irgendwie Breakdance machen möchte. Und ich hatte selbst noch gar keine Erfahrung. Und so kam das dann eigentlich eins zum anderen. Und dann habe ich dich gefragt, wir sind in einen Kurs gegangen und so war es dann. Ja, Frage Nummer zwei. Du bist ja ziemlich lange beim Tanzen geblieben dann auch, wie wir alle. Aber woher wusstest du denn, dass das Tanzen so das Richtige für dich ist? Wieso bist du dabei geblieben? Ja, also hatte sogar tatsächlich während des Tanzen auch noch mehrere Probleme, mehrere Verletzungen. Aber es hat mich trotzdem nicht davon abgebracht, weiter zu tanzen. Also trotzdem wusste ich immer noch, dass es das Richtige war. Es war einfach so ein, also das Gefühl, das ich selber beim Tanzen hatte. Es war super schön, selber zu tanzen. Es hat mir Freude gemacht. Einerseits hatte man natürlich die ganze Zeit das Sportliche, man war ausgelastet, man konnte sich viel bewegen und alles. Und ansonsten war halt einfach dieses Bühnenfeeling. Also, dass man auf der Bühne steht, den Leuten gefällt das, was man macht, die klatschen, die finden es toll. Und man selbst kann sich auch so ein bisschen so zeigen, was man eigentlich sagen will mit dem ganzen Sport, mit dem Tanz. Und das war ein super geiles Gefühl. Und das würde ich jedem wünschen, dass er das mal irgendwie erlebt. Und dieses Gefühl hat mich eigentlich dabei gelassen, dass ich einfach weiter Breakdance mache, sozusagen. Trotz der Verletzungen, trotz der vielen Mühen und alles. Und du hast ja erzählt, wir beide haben zusammen angefangen zu tanzen und so. Aber da hat sich ja irgendwann dann auch so eine ganze Crew entwickelt. Ne? Ja. Wie war das aus deiner Perspektive? Wie hat sich das Leben für dich in der Crew angefühlt und wie war das Ganze? Ja, also Crew war das Größte. Also wirklich, das Crew war irgendwie wie eine zweite Familie. Crew habe ich wirklich geliebt, immer. Wir haben jetzt heute, haben wir noch alle noch Kontakt, die ganze Crew. Und am Anfang ist das immer so, natürlich ist man fremd, man geht aber auch schnell aufeinander zu. Und das ist eine ganz andere Beziehung wie mit anderen Freunden.
die Crew, das ist wirklich was ganz Besonderes und das war super schön. Also wir zusammen haben wir Ausflüge gemacht, wir haben uns wochenlang für Auftritte haben wir uns vorbereitet, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen geplant und alles und die Crew ist eigentlich so das Geilste, was man sich vorstellen kann, so was man als Gruppe hat irgendwie. Ich sag jetzt mal, also ich kenne es ja von Freunden, viele haben immer Fußball gespielt und so und dann irgendwie von der Fußballmannschaft erzählt. Aber das konnte man nicht vergleichen. Also die Crew ist nochmal was ganz Besonderes. Das war, auch wenn ich heute noch die Jungs sehe, das ist eine ganz besondere Verbindung irgendwie, die wir haben. Und das war immer was Tolles. Würdest du sagen, das hat dich anders geprägt, als andere Jugendliche geprägt worden sind in anderen Freundeskreisen? Oder würdest du sagen, du hast dich gleich entwickelt? Ich würde sagen, definitiv ist was anderes. Also eine Crew ist nochmal eine ganz andere Bindung, die man zu den Leuten hat. Das ist wirklich so, als würde man eine Familie zusammenschweißen. Also egal, was da für verschiedene Typen sind oder so, man trifft aufeinander und man lernt irgendwie miteinander klarzukommen, miteinander irgendwie zu arbeiten. Und wir sehen es ja an uns beiden, wir verstehen uns heute noch. Also egal, welche Wege wir gehen und egal, wie viele Tage oder Wochen oder Monate wir uns mal nicht sehen, wir sind trotzdem noch die gleichen, die wir damals kennengelernt haben und wie wir auch zusammengeschmiedet wurden damals. Ja. Und das verliert man nicht. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz anderes, was andere Gruppen irgendwie, andere Fußballspieler, sage ich jetzt mal, das ist immer so das typische Bild, weil so viele Leute ja Fußball spielen. Ich sage jetzt auch Handballgruppen kann es ja auch sein oder ein Hockeyteam. Das ist, glaube ich, noch was Unterschiedliches. Also da habe ich eine gute Erfahrung. Weil man noch nicht den ganzen, nicht die ganze Freizeit verbringt, sondern halt nur das Training. Genau. Ne? Ja. Ja, sehr, sehr schön gesagt, Marki. Gut, nächste Frage. Mhm. Du hast ja eben schon am Anfang erwähnt, du hast vor ein paar Jahren schon aufgehört zu tanzen. Richtig. Dennoch, was hat das Tanzen denn jetzt aktuell, hier und jetzt noch für einen Stellenwert bei dir im Leben? Also total gerne tanze ich immer noch. Also ich tanze auch doch jetzt leider nicht mehr so viel Breakdance, weil das verlernt man dann doch schon sehr, sehr schnell, wenn man es nicht aktiv macht. Aber ich tanze super gerne in der Freizeit. Was für mich immer noch geblieben ist vom Breakdance, ist dieses Musikfeeling. Also ich bin noch immer total an die Musik gebunden. Egal, was ich mache am Tag, wenn ich irgendwie rausgehe, ich tue mir direkt die Kopfhörer rein, höre Musik und ich spüre auch die Musik ganz, ganz anders. Ich glaube auch, das ist so auch ganz anders, als andere Leute irgendwie Musik hören, habe ich irgendwie jetzt ganz anderes Gefühl für Musik. Und ich muss Musik beim Training haben, ich muss Musik haben, wenn ich lerne. Das ist ja im Medizinstudium. Nur lernen. Ich bin nur am Lernen, nur Musik am Hören. Und das hat mir unglaublich oft geholfen. Also ich habe ein ganz anderes Gefühl zur Musik. Wenn die Musik nicht da ist, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe einfach nicht diesen Drang, irgendwie was zu machen. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, für immer. Ja. Crazy. Ja, vielleicht auch, weil wir damals immer auf Musik alles, wir mussten uns ja auch konzentrieren beim Training. Ne? Ja. Also kannst du halt eben nicht eben einmal so einen Move machen. Und der klappt beim ersten Mal, sondern du musst dich hinsetzen, konzentrieren, dann nochmal und nochmal machen und dann nach dem tausendsten Mal kannst du es irgendwann. Genau, wir haben ja auch vor allen Dingen, wir haben ja auch Brainstorming, haben wir auch während gemacht, während die Musik lief. Ja, ja, klar. Wir haben uns auch manchmal einfach nur 3-4 Mal dasselbe Stück angehört, damit in die Ideen kommen. Also das, ich denke, wir haben da auch selbst in unserem Kopf einfach die Musik mit anderen Sachen vernetzt. Wir haben uns da total drauf getrimmt, dass wir da mit der Musik arbeiten können und dass wir, wenn die Musik da ist, dann auch wirklich dann Power geben. Und das habe ich heute noch. Also wenn ich irgendwie einen guten Song höre. So ein Motivator. Genau, ist wirklich ein absoluter Motivator. Wenn ich einen guten Song höre, dann merke ich, mein Herz, der schlägt viel, viel schneller und ich bin konzentrierter und da habe ich auch die Energie. Und das gibt mir heute noch Kraft und das werde ich nicht verlieren. Mega. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Mhm. Ja, die letzte Frage ist, wie schaust du heute auf die Vergangenheit zurück? Das heißt, würdest du vielleicht deine Jugend anders verbringen, weil du vielleicht das ein oder andere verpasst haben könntest? Weil wir haben ja eigentlich schon Montag bis Freitag oder dann sogar am Wochenende trainiert oder Shows gehabt. Wir hatten wenig Zeit für anderes. Ja, wir haben keinen riesen Freundeskreis gehabt, sondern wir hatten eigentlich ja nur uns paar Personen. So. Ja. Würdest du was anders machen? Wie blickst du darauf zurück? Also wenn man es jetzt von außen betrachtet, wie du gesagt hast, wir haben wirklich fast die ganze Woche lang trainiert. Wir hatten wenig Zeit für die Schule, haben es dann trotzdem irgendwie noch hingekriegt nebenbei, haben, keine Ahnung, wenig Zeit, um richtig was zu essen, wenig Zeit, um irgendwie andere Freizeitaktivitäten zu machen. Ist ja alles negativ, aber ich würde nichts anderes machen. Das ist wirklich, also wenn ich dann alles zusammen betrachte, ich würde trotzdem nichts anderes machen. Weil es war wirklich eine super geile Zeit, die will ich nicht missen.
Und ich würde es jedem empfehlen, das auch so zu machen. Also natürlich ist man nach und nach ist man immer schlauer, aber es war einfach eine geile Zeit. Und auch wenn man so viel zu tun hatte, man hat es gerne gemacht. Also ich wurde dazu nichts gezwungen oder ja, so. Klar. Und wenn man so die Zeit verbringt, also du bist heute noch dabei. Also es gibt ungefähr nichts Geileres, oder? Also zu tanzen. Ja, auf jeden Fall. Also klar, das Tanzen hat jetzt einen anderen Stellenwert mittlerweile, ja, weil es auch Job geworden ist. Mhm. Ne? Und irgendwann verschwimmt das so ein bisschen. Hobby zum Beruf machen ist zwar eine schöne Sache, aber dennoch ist irgendwann, es ist dann doch mehr Beruf als Hobby. Ja. Ne? Das heißt, der Hobby-Part fällt weg. Trotzdem konnte man mit seiner Leidenschaft halt Geld verdienen. Ne? Ja. Und das ist auf jeden Fall ein mega geiles Gefühl. Das kann nicht jeder machen. Ja. Viele sind in so einem 9-to-5-Job, was auch Vorteile hat. Ne? Alles hat sein Für und Wider. Immer alles, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Ich würde auch nichts anders machen. Mhm. Also ich vermisse das auch nicht, dass ich lieber 3, 4 richtig gute Freunde habe, so, die eigentlich mehr zur Familie gehören. Das ist dann nicht nur Freundschaft, sondern das ist einfach Familie. Mhm. Und einfach, ja, ich würde auch nichts anders machen. Ja. Auf keinen Fall. Also natürlich kann man immer da sagen, so an 1, 2 Stellen hätte man immer nur feilchen können und da irgendwie was ändern können und hätte man vielleicht dann doch lieber nur 5 Tage die Woche trainiert oder so, aber das ist ja... Wenn man jetzt so darauf zurückblickt, ob das trainingswissenschaftlich okay war, was wir gemacht haben, dann war das wahrscheinlich nicht ganz so super, aber so ein junger Körper steckt das halt auch anders weg. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich merke das jetzt, wenn ich mal breake, irgendwie mal alle paar Monate schaffe ich es mal an einem Freitag noch in die Crea selber zum Training zu gehen. Und wenn ich dann breake, dann tut mir auch 2 Tage alles weh. Ja. So, das ist einfach nicht mehr so leicht wie früher. Aber auch wieder dann, um auf dieses Familienkonzept in der Crew zurückzugreifen. Also wir waren ja wirklich manchmal 5, 6 Tage die Woche waren wir trainieren. Aber dann abends sind wir dann alle zu jemandem nach Hause gegangen. Ja, es war nicht vorbei. Genau, es war nicht vorbei. Die Familie war dann trotzdem noch zusammen. Wir sind als Familie haben wir trainiert, als Familie sind wir zu Hause gegangen, haben dann weitergemacht, haben zusammen abgehangen. Und also trotzdem hatten wir unsere Freizeit. Und die hatten wir dann auch zusammen. Und das war... Ja, der Kreis hat sich halt dann so geschlossen. Ne? Es gab nicht nur Hobby und dann gab es Freizeit, sondern das Ganze hat sich durch die Menschen verbunden und ist dann irgendwann zum gesamten Leben geworden. Genau, Leben, genau. Es war wirklich ein Lebenszyklus sozusagen. Ja. Training, Schule und dann kennt man die Leute und wir waren ja auch nicht auf gleichen Schulen. Trotzdem hatten wir diesen super Kontakt und das war wirklich nur durch diese Crew, dass wir diese Bindung hatten. Und Die Bindung ist auf jeden Fall krass fest, ne? Wenn man jetzt so überlegt, wie das alles so war. Wir haben zwar alle auf der gleichen Schule angefangen, außer Ender und Mustafa. Ja, stimmt. Aber dann sind wir auf verschiedene Schulen gegangen. Ja. Danach bist du studieren gegangen. Ja. Warst dann nochmal weiter, weg. Und ja, auf jeden Fall so Freundschaften fürs Leben geschlossen. Aber das Tanzen, das ist etwas, das kann einem keiner mehr nehmen. Also das ist einfach ein Lebensgefühl, das ist ein Lebensmotto, das man auch nimmt. Und man beginnt das erstmal, man sagt erstmal so vorsichtig, mal gucken, ob mir das gefällt oder so. Aber wenn es jemandem gefällt und der mag der Zeit und Energie reinstecken, würde ich es jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Also man verliert das nicht und es verändert einen auf jeden Fall positiv. Bin 22 Jahre alt, bin als Beruf Fitnesstrainerin und duale Studentin und bin mit dem Daniel Dondaya in einer Crew. Ja, meine Schulzeit, die war eigentlich relativ normal, würde ich sagen, wie bei jedem anderen auch. Ich war sehr, sehr aktiv, ich bin ja auch hyperaktiv und daher auch, ich habe das Gefühl, von morgens bis abends nur in Bewegung, in den Pausen nur Bewegung. Realschulzeit war dann auch, hat sich alles um den Sport gedreht. Falls man irgendwie noch nach der Schule Zeit hatte, dann war man in irgendwelchen AGs, wo man irgendwie tanzen konnte, wo man irgendwie Fußball spielen konnte oder sonst irgendwas. Dann habe ich mich dazu entschieden, aufs Berufskolleg zu gehen in Bergisch Gladbach und eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin zu starten. Und
ja, da fing das so ein bisschen alles an mit der ganzen Fitnessszene. Da war ich 3 Jahre lang und war sehr, sehr zufrieden, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, überhaupt mich irgendwie aktiv zu betätigen. In der Schule sitzt man ja 6 Stunden, 8 Stunden. Ich hatte teilweise wirklich so gar keinen Bock und bin mit einem Unterricht rausgegangen. Es hat mir auch immer wirklich sehr leid getan für die Lehrer, aber ganz ehrlich, ich kann halt nicht die ganze Zeit sitzen bleiben. Und das Berufskolleg war halt genau perfekt, war super. Ich hatte dann eine kleine Phase, in der ich dann kurz ausgesetzt bin. Ich war im Ausland, habe ein bisschen gearbeitet als Fitnessanimateur, als Sportanimateur und war noch ein bisschen reisend mit meinem besten Freund. Und dann habe ich angefangen, dual zu studieren als Sportwissenschaftlerin. Und da befinde ich mich jetzt so in der Bachelorphase und dann ist es hoffentlich auch zu Ende. Also ich kann mich jetzt so dran erinnern, das erste, wo ich wirklich in Kontakt gekommen bin, darauf bezogen war, ich war halt noch in der ersten Klasse oder so und dann kam halt schon direkt die Lehrerin und hat halt immer wieder angesprochen, dass ich irgendwie zum Arzt gehen muss und so, hat mit Eltern gesprochen, das war dann schon, ich meine, in dem Alter hast du es gar nicht gecheckt, ne, dass da irgendwas, was heißt, nicht stimmt, aber ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass man sich viel bewegt, nur ist dann halt die Konzentration sehr beeinträchtigt und die Aufmerksamkeit. Und das hat die Lehrer schon echt stark gestört. Die zweite Sache tatsächlich, was mich auch mitgenommen hat, muss ich sagen, ich glaube, ich war so in der 2. Klasse, ja, es müsste die 2. Klasse sein, weil ich mich halt immer so gern sportlich betätigt habe, hatte ich halt auch immer Sportklamotten an. Und ich weiß noch, da kam ein Mädchen zu mir und meinte richtig straight einfach zu mir so, boah, ganz ehrlich, warum trägst du eigentlich jeden Tag einen Jogginghose? Das ist so asozial. Und ich war wirklich so, ich bin 2, wie alt ist man da? 8 oder so? Und denke nur so, hä, wo ist denn das Problem an der Jogginghose? Da hat man das doch gar nicht drauf mit, ja, Jeans ist irgendwie so ein bisschen schicker, zieh es halt in der Schule an und Jogginghose eher wirklich nur zum Sport. Das war für mich so gar nicht klar in dem Alter, ne? Weil ich bin zur Schule gegangen, konnten kaum sitzen, in den Pausen immer Vollgas, Fußball, Basketball, alles Mögliche. Das hat mich schon echt mitgenommen, dass die ernsthaft zu mir guckt in der 2. Klasse und sagt, boah, wie kannst du dich so anziehen, warum ziehst du eine Jogginghose? Das war schon echt, nicht schön, ich sag's mal so. Tanzen war, glaube ich, schon immer so da. Also, meine Mama erzählt mir auch immer, seitdem ich klein war, ich meine, ich konnte gehen und dann habe ich schon versucht, irgendwie so einen Kopfstand, einen Handstand zu machen. Ich kann mich auch selber so dran erinnern, so in meinen jungen Jahren, da war ich gerade so vielleicht im Kindergarten oder so und ich habe halt immer versucht, mich irgendwie akrobatisch weiterzuentwickeln. Bis dann in der Grundschule, mein Bruder ist ja 2 Jahre älter als ich, als er dann von der Grundschule in die weiterführende Schule, auf die Realschule kam und in deinem Kurs gelandet ist. Und mein Bruder war ja so eine Art Vorbild für mich und da war ich, glaube ich, in der 3. Klasse oder so. Und dann kam das bei mir schon an, so, okay, Breakdance, das ist richtig cool. Und dann hat man ab und an mal die Accident Crew gesehen, auch so Stadtfesten. Und das war wirklich so die ersten Berührungen, wo ich mir dachte, so, boah, das catcht mich richtig und ich habe richtig Bock drauf. Und im Prinzip habe ich nur abgewartet, bis die Grundschule zu Ende war und die Realschule angefangen hat. Und dann ging es eigentlich schon richtig ab mit den AGs, wo ja auch der Steve war. Der Daniel kam ab und an mal vorbei. Also für mich war schon immer wichtig, was kann dein Körper, was kannst du mit deinem Körper erreichen? Und man hat dann tatsächlich richtig viel Feedback bekommen, sei es Familie, Freunde, Leute, die dich einfach irgendwie durch Social Media kennen, bei den Stadtfestern, was auch immer, die dann auf einen zukommen, vor allem ich als Mädchen. Das ist ja immer ein bisschen ungewohnter und man hat halt echt viel so Zuneigung bekommen, Aufmerksamkeit bekommen und das war schon echt cool. Ich würde sagen, erstens auf jeden Fall die, Peace, Love and Unity, das, was die Popkultur eigentlich ausmacht, das hat sehr, sehr starken Einfluss gehabt auf mich und mein Leben. Weil auch zum Beispiel Training, da wurde oft drüber gesprochen, wir hatten eine Crew, wir waren irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute oder so und jeder hat jeden supportet, wenn es irgendwie um Scheiße ging, da hat man drüber gesprochen, man hat irgendwie, keine Ahnung, zusammen gelacht, man hat irgendwie Scheiße gebaut, man hat auch sogar geweint und alles zusammen gemacht, wirklich von morgens bis abends. Und das hat mir dann irgendwie schon echt viel Einfluss gegeben und viel Liebe so, was man normalerweise in der Welt erst gar nicht mittlerweile bekommt. Also ich bin ein starker Optimist geworden. Ich war schon als Kind eigentlich schon offen, aber das mit dem Tanzen hat nochmal einen richtig guten Input gegeben. Also ich bin sehr, sehr optimistisch. Ich bin ein sehr, sehr geselliger Mensch. Ich bin gerne unter Menschen und ja, ich denke schon, dass das so das ist, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und worauf ich sehr glücklich drum bin. Komme ich wieder zurück zu einer Story. Als wir jünger waren, wurde uns immer gesagt, wenn wir Angst hatten oder sonst was, mach einfach. Und dann hast du immer gesagt, ich weiß aber gar nicht, wann irgendwas passiert. Und dann wurde immer gesagt,
Tuba macht das einfach. Und ich glaube, das hat wirklich den Standpunkt ganz, ganz stark verändert, dass auch jetzt im Leben, wenn ich merke, so, boah, jetzt wird's kritisch, dann muss man immer wieder dran denken, so, mach einfach. Und ja, was ich jetzt auf mein Leben beziehen kann, ist, dass es völlig in Ordnung ist, dass du ein Allrounder bist, dass du alles machen kannst, worauf du Bock hast. Beim Tanzen ist es ja auch so, ich meine, man sagt, mach die Musik an und mach einfach, worauf du Bock hast. Auch wenn es was Untypisches ist, es kommt einfach immer gut an und es ist immer cool, was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das ist das, was mich auch jetzt im Leben sehr, sehr weiterbringt. Dass es völlig in Ordnung ist, dass du mal alles ausprobierst und wenn du es nicht kannst, dann ist es nicht schlimm, dann übst du dran und dann läuft es hoffentlich. Wie gesagt, man hat halt echt krass, krass viel Input bekommen und nicht nur im Sinne von athletisch, sondern auch viel mental. Den Support und was auch immer und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Tanzen ausgewählt habe, weil man, es ist egal, wo du bist. Es ist egal, ob du auf der Straße bist, ob du zu Hause bist, ob du eine Einrichtung hast, wo du tanzen kannst. Du kannst immer deinen Sport ausleben und wenn du mal übelst scheiß Laune hast, was auch mal passiert, da ruft dann irgendwer an und sagt, boah Leute, mir geht's so scheiße und dann so, okay, ja, lass zum Training gehen. Dann gehen wir zum Training, keiner labert, Musik geht an, volle Pulle und du kannst dich einfach voll austanzen. Ich glaube, das ist super, super wichtig, auch in so einem Alter von ja, weiterführenden Schule bzw. Pubertät. Es ist super, super wichtig, dass man auch mit den Gefühlen klarkommt, weil man da ja genau in der Pubertät so einen, man hat so einen Struggle mit den Gefühlen, jeder sagt was anderes. Die Meinung von anderen Menschen wird auf einmal übelst wichtig und das ist schon echt super, dass man sowas irgendwie austanzen kann. Die ganze Wut, die ganze Freude. Und das erfüllt einen schon. Und ich bin schon echt froh, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Und alles hat eine Bedeutung. Und irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Und hätte ich damals Tanz nicht gemacht, dann wäre ich nicht so, wie ich jetzt bin. Und deswegen bin ich froh, dass ich es ausgewählt habe. Was ich also beim Tanzen lernen konnte, was ich nirgendwo sonst gefunden habe, war ich selbst zu sein, meine eigenen Moves zu kreieren, kreativ zu werden, mit meinem Körper, Musik und Bewegung, Freunde kennenzulernen, Respekt in der Kultur des Hip-Hops. Und was ich aus diesen Erkenntnissen im jetzigen Leben immer noch lernen kann, ist, dass ich alles erreichen kann, was ich mir vornehme, dass ich, egal was ich möchte, wenn ich dafür trainiere und hart arbeite, dann erreiche ich auch meine Ziele. Und das kommt mir immer noch im heutigen Tage zugute. Und letztendlich ist es egal, ob es das Tanzen ist, ob es Mountainbike-Fahren ist, ob es Fußballspielen ist oder irgendetwas anderes. Was zählt, ist, dass du deinem Leben selbst einen Sinn gibst und eine Leidenschaft für dich findest. Wenn wir mal genau hinhören, dann erkennen wir, dass wir in Wirklichkeit alle zum selben Song tanzen.